Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie einfach es ist, doch ganz besondere Windlichter aus einfachen Marmeladen- oder Gurkengläser zu machen, und zwar in der Häkeltechnik. Dazu braucht ihr erstmal ein Glas. Ich finde, das ist die ideale Größe oder ein bisschen größer. Ist ganz gut, wenn es ein bisschen höher ist. Und es ist ganz einfach. Wir drehen das Glas herum und würden uns jetzt erstmal einen Boden häkeln. Das ist, habe ich euch schon mal gezeigt, ein Kreis häkeln wir. Dazu schlagen wir jetzt erstmal vier Maschen an und schließen die mit einer Masche. So, für die erste Reihe erstmal zwei Luftmaschen und dann in diese vier Luftmaschen kommen doppelt so viele, also acht feste Maschen zu einem Ring. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und den schließen wir. In die erste obere Luftmasche von unserer Reihe ziehen wir eine Öse heraus und diese Öse in unsere erste. So. Jetzt kommt die erste Reihe darauf, zwei Luftmaschen, also wir machen immer zwei Luftmaschen. So, dann fangen wir mit der ersten an. Wir müssen immer zunehmen. Eine feste Masche und dann in die zweite Masche zwei feste Maschen. So geht die ganze Runde. Eine in die eine Masche, in die nächste wieder zwei. Also eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Bis die Runde zu Ende ist. Es wird ganz regelmäßig zugenommen in einem Kreis. Also erst eine, dann zwei. Eine, dann zwei. So, jetzt haben wir zum Schluss hier zwei. Und dann schließen wir wieder die Runde in die obere Luftmasche. Eine Öse herausziehen, eine Schlaufe und diese und diese. Zwei Luftmaschen wieder am Anfang. So, wir haben jetzt eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So, jetzt haben wir zwei feste Maschen in jeweils jeder runter. Eins, zwei. So, und jetzt da in die dritte machen wir zwei. In dieser Runde heißt zwei und dann zwei in eine. Zwei, 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 zwei. Also wie gesagt, zwei einzelne feste Maschen und dann in die dritte zwei. Eins. Eins, zwei. Eins, eins, zwei. Eins. Und dann kriegen wir hier noch eine rein. Und damit ist die Runde fertig. Und wir fangen dann vorne immer wieder an mit einer fest, also mit zwei Luftmaschen und einer festen Masche. So, jetzt hatten wir 1, 1, 2. Jetzt machen wir 1, 1, 1, 2, also drei einzelne feste Maschen. Wir steigern uns immer. Und dann wieder 2. Also 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. In der nächsten Reihe ist es dann viermal eine einzelne, dann zwei. In der nächsten Reihe fünfmal eine einzelne und dann wieder zwei. Und das machen wir so lange, bis wir den Boden gehäkelt haben. Wir steigern immer, das kann man unendlich machen, dann müsst ihr den Boden fertig haben. So, ich hatte hier schon mal einen Boden vorbereitet. Der passt genau auf den unteren Boden unseres Glases. Jetzt gehen wir hier weiter. Das ist jetzt auch immer das Gleiche, egal wie groß das Glas ist, es bleibt immer gleich. Und zwar nehmen wir jetzt da 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und dann zählen wir 1, 2, 3 und in die vierte machen wir eine feste. 1, 2, 3, 4 und in die vierte. 1, 2, 3, vierte. Machen wir eine feste, dass wir solche Schlaufen bekommen. 1, 2, 3, 4
Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und so die ganze Reihe. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und diese Einteilung bleibt immer gleich, egal wie groß euer Glas ist, egal was ihr umhegelt, es sind immer vier Luftmaschen und in die vierte wird eingestochen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wir können jetzt auch nicht sagen, also beim riesengroßen Glas machen wir dann sechs oder acht Luftmaschen, das ist dann einfach zu groß vom Zwischenraum. Eins, zwei, drei, vier. Und dann zeige ich euch gleich. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wie die Runde beendet wird. Eins, zwei, drei, vier. So, dann haben wir jetzt eins, zwei, drei und dann vier. Wenn ihr da fünf habt, dann stecht es in die fünfte Masche. Das ist nicht schlimm. Wir machen nur jetzt eine Einteilung, die wirklich gut passt. So, eins, zwei, drei, vier. Und jetzt stechen wir in die zweite oder die dritte Masche, Luftmasche ein. Das ist egal, also das, wie es euch besser gefällt, und machen eine feste. Dann 1, 2, 3, 4. Und jetzt die zweite oder die dritte. Und hinein. Und das gibt dann so ein Netz. Und das häkeln wir so hoch, wie euch das gefällt. Also ich mache mal so ein Dreiviertel Glas. In diesem Muster als rundrum, als rundrum. Das habe ich dann auch schon mal vorbereitet. Und zwar haben wir das hier in Weiß. Ich stüpfe mal über. So, das seht ihr. Das zieht sich dann noch ein bisschen. In dieser Höhe vom Glas habe ich das gemacht. So, als rundrum. Und dann machen wir den Farbwechsel. Einfach die letzte Masche hier einstechen, Faden abschneiden von der 100% Baumwolle. Das ist ganz wichtig, dass ihr das Ganze in der 100% Baumwolle häkelt. Und zwar waren das hier 50 Gramm mit 115 Meter 100% Baumwolle, weil wir häkeln oder stricken ja sonst auch mit Baumwolle, wenn wir irgendwas machen wie Topflappen und dergleichen, die Hitze ausgesetzt sind. Und unser Glas wird ja durch die Kerze auch sehr, sehr heiß und das macht der Baumwolle gar nichts. So, jetzt haben wir abgekettet. Jetzt machen wir das Bündchen. Und weil wir hier in der Mitte sind von der Öse, machen wir erstmal da zwei feste Maschen rein. Wir fangen uns den Faden, halten es unten fest, nehmen die Schlaufe, machen erstmal eine Luftmasche und noch eine. Und jetzt machen wir zwei feste Maschen. Wir gehen nicht in eine Öse, sondern nur in die ganz große, das große Loch hinein. Nicht in einer Luftmasche. Zwei. So. Und jetzt gehen wir hier wieder durch. Nicht in eine Luftmasche, sondern in die ganze Öse und machen dann immer vier feste Maschen rein. Eins, zwei, 3, 4, nochmal 1, 2, 3, 4. Das sind immer 4. Dann gibt es ein festes Bündchen, was das Glas umschließt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es sicherlich ein bisschen ankleben, anheften, aber es rutscht nicht. Es zieht sich vielleicht ein klein wenig zusammen, aber es bleibt wunderschön oben. Und dann machen wir jetzt da die Runde fertig. 2, 3, 4. Das ist wie so ein Abschluss für einen Strumpf. 2, 3, 4. Und würden dann, sobald wir die Runde beendet haben, nochmal zwei Reihen feste Maschen darüber häkeln. Ich zeige euch noch mal, wie wir dann die Runde schließen. Eins, zwei, drei, vier.
Eins, zwei, drei, vier. So, und jetzt sind wir vorne. Und dann holen wir uns einfach hier eine Öse raus aus dem roten und ziehen es rüber. So, haben wir geschlossen. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen. Und jetzt stechen wir wieder in die untere feste Masche ein, die wir gemacht haben, und häkeln nochmal zwei feste Maschen darüber und schneiden dann den Faden etwas großräumiger ab, um ihn vernähen zu können. Das wäre jetzt das Teil fürs Glas, was ihr auch hier seht. Das würden wir dann, wenn die zwei Maschen, zwei Reihen noch gehäkelt sind, drauf. So. Und jetzt zeige ich euch noch die Blümchen, die darauf kommen. So, nun zeige ich euch die ganz einfachen Blüten, die wir darauf nehmen. Wir nehmen eine Baumwolle, wie gesagt, alles aus 100% Baumwolle, und machen genau das gleiche wie der Anfang von unserem Boden. Also vier Luftmaschen, zwei, drei, vier, und schließen die zum Kreis mit einmal durchziehen und fest. Also zwei Luftmaschen nach oben. Und jetzt machen wir hier neun rein, damit es reicht für die Blütenblätter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gehen wieder in die erste Luftmasche, ziehen uns eine Öse raus und schließen die mit der hinteren Öse. So, großräumig oder lang abschneiden, weil wir es brauchen zum Annähen, und ziehen es raus. So, das ist jetzt der innere Teil von unserer Blüte. Jetzt nehme ich die nächste Farbe. Und fange an mit den Blütenblättern. Wir gehen in irgendeine feste Masche, ziehen uns eine Schlaufe raus und machen eine Luftmasche. So, jetzt machen wir feste Stäbchen. Ein festes Stäbchen. Noch ein festes Stäbchen. Das sind zwei Stück. So, jetzt vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann die gleiche Öse nochmal drei Luftmaschen. Also unser Blütenblatt besteht, Stäbchen, Verzeihung. Unser Blütenblatt besteht aus zwei Stäbchen, vier Luftmaschen und drei Stäbchen. Zweites Stäbchen, drittes Stäbchen. So, eine feste Masche in die nächste untere feste Masche. So, jetzt wieder ein Stäbchen in die nächste feste Masche. Die Blütenblätter werden alle in einer einzigen festen Masche angeordnet. Das zweite Stäbchen, vier Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 und nun drei Stäbchen. 1, 2, 3. Wieder eine feste Masche und die nächste, so. Die nächste feste, wieder alle Stäbchen. Ein Stäbchen, zwei Stäbchen. Stäbchen, vier Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, dann drei Stäbchen. Das machen wir so lange, bis die Runde geschlossen ist und wir fünf Blütenblätter haben, wie ich das hier habe. Die Fäden, die da noch da hängen, die nehmen wir zum Vernähen von unseren Blüten. So, jetzt fehlt uns nur noch hier oben der Rand, dieses hier. Dazu macht ihr Luftmaschen, eine Schlange, und legt die um den Rand herum, richtig ziehen dran. Wenn ihr merkt, oh, das hat viel Zug, das ist bündig, dann ist es lang genug. Dann schließen wir diese Luftmaschen, Schlange, zu einem Kreis. Alles wie der Boden auch. Wir holen uns eine Öse, wir ziehen es durch die hintere. Wir machen zwei Luftmaschen, eins, zwei und
Häkeln darauf eine Reihe in der ersten Farbe und dann nochmal zwei Reihen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr Farbwechsel möchtet. Ansonsten, also wir brauchen vier Reihen auf jeden Fall. Ihr könnt auch noch die fünfte machen, wenn ihr meint, ihr wollt noch ein bisschen höher haben. Und ich mache dann immer hier eine Reihe noch in der gleichen Farbe und dann nochmal zwei Reihen in dem Farbwechsel. Danach wäre das Bündchen für den Schraubverschluss auch fertig. Und wir vernähen alle Fäden in unserem Häkelteil. Schön ordentlich schneiden sie ab. Und häkeln und nähen dann unsere Blüten auf, wie wir das wollen. Also ich habe bei den kleineren Gläsern, nehme ich dann immer zwei Blüten. Und bei dem großen waren es drei Blüten. Einfach mit einem Stich hoch, hoch und runter angeheftet, so wie ihr das möchtet. Und dann wären unsere ganz besonderen Windlichter als tolle Deko-Idee oder zum Verschenken für den Sommer fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gerne bis zum nächsten Mal. Da würde ich euch vielleicht ganz gern zeigen, wie die schönen Cupcakes gehen. Ich danke euch. Tschüss.